Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Elevator Vlog. Heute mit dem Chris. Den habe ich mir mitgebracht, denn immer wenn es um Pioneer geht, ist er der beste Ansprechpartner dafür. Und auf vielerlei Hinrufe haben wir uns gedacht, gucken wir uns heute die neue Nexus-Reihe an. Und zwar haben wir den CDJ 2000 Nexus Swy und den DJM 900 Nexus Swy. Wir beginnen mit dem 2000er und ja, Chris, das allererste, was uns sofort ins Auge gefallen ist, wäre... Ja, das Display, ne? Das ist schon auffällig größer und hochauflösender, was uns natürlich gefällt. Genau, wir haben hier ein 7-Zoll-Display. Vorher waren es bei dem anderen 2000er 6,1. Irgendwie so um den Dreh. Und das absolute Top-Feature an diesem Display ist natürlich... Die Touch-Funktion. Ja, Touch. Die Möglichkeit, eben auf dem Display mit Touch vorzugehen. Finde ich sehr gut. Touch ist ein tolles Wort. Super. Ja, ich würde sagen, touch das Ding nochmal an und zeig uns einfach mal, was das so bedeutet. Genau, ja, jetzt muss man natürlich erstmal nicht drauf touchen, denn wenn man sich das komplette Display anguckt, also mit den Buttons hier, die, wenn man das vergleicht mit dem 2000er Nexus, reduzierter geworden sind, was nicht stört, ist hier oben alles gleich geblieben. Mhm. Und diese beiden Buttons sind dazugekommen, die sind von hier runtergerutscht und fügen sich hier schön ins Layout ein. Und der Trackfilter und der Shortcut. Das ist neu, oder? Ja, ist neu, das ist neu. Das genau. Gab es vorher noch nicht. Und da kommt man dann das erste Mal quasi ins Display. Denn wenn ich auf den Shortcut drücke, dann erscheint hier eine Funktion oder eine Möglichkeit, Funktionen einzustellen. Ich habe die Möglichkeit, Phase Meter einzustellen. Kurz nochmal die Frage für Leute, die das vielleicht nicht sofort checken. Phase Meter? Ist zum Beatmatchen da. Also ich habe eine visuelle Ansicht quasi, ob der Track im Beat ist mit dem anderen. Okay, also okay. Wir sehen es hier und was wir ja vorhin auch festgestellt haben, ganz zufällig, darfst du gerne machen. Ja, wenn man hier drauf drückt, dann ändert sich das auch. Genau, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das wäre halt hier auch einzustellen. Dann haben wir die Hot Cues, die wir automatisch laden können. Die neue Quantisierung, die meiner Meinung nach echt ein tolles Feature ist, denn ich habe die Möglichkeit jetzt das zu halbieren oder die Quantisierung zu halbieren, zu vierteln und zu achteln. Und das konnten wir beim 2000er nur im Beat, also in einem Beat. Ein Beat-Schritt. Und das ist natürlich, ich sag mal, für Artists, die so ein bisschen damit umgehen, Fingerdrumming machen wollen oder sonstiges, natürlich wahnsinnig störend. Wenn du hattest halt nur beim 2000er die Funktion, die ja, Quantisierung auszustellen. Und wenn du sie angestellt hast, halt immer nur ein Beat zurückzuspringen. Und das war natürlich... Das zeigen wir gleich auch nochmal, wenn ein Track läuft. Ja, das muss am besten. Dann kann man es am besten zeigen oder sehen und hören. Dann haben wir die Möglichkeit, die Waveform einzustellen. Also die Wellenform kann, so wie bei dem alten, in Blau dargestellt werden oder in RGB. Und das bietet uns die Möglichkeit, eben die Frequenzen nochmal besser zu sehen. Und wenn ich dann jetzt einen Track starte, dann sehe ich, wenn ich die Wellenform mir angucke, dass da halt verschiedene Farben sind. Und die spiegeln dann so ein bisschen auch die Frequenz wieder. Also wenn ich jetzt mal hier über einen Hot Cue zu einem Break komme, der sehr basslastig ist, dann sehe ich das hier in einem roten Bereich. Ähnlich wie bei Serato. Kennt man das ja auf jeden Fall. Kennt man das halt auch und die User kennen das. Ist halt nochmal intuitiver, kommt man auf jeden Fall besser klar. Vielleicht auch nochmal eine Botschaft an sich selbst, wann man mit welchen Effekten arbeitet oder so. Genau, und dann hat die Shortcut-Funktion noch Features und zwar eben die Suchfunktion. Da kommen wir direkt in einen Track über eine Tastatur. Ich weiß nicht, ob du das nochmal so hinkriegst. Weil die Suchfunktion beim 2000er war tatsächlich, muss ich sagen, meine persönliche Meinung, verflucht umständlich. Also es ist wirklich umständlich und ich habe sie tatsächlich auch nie genutzt und werde sie hoffentlich vielleicht mal jetzt nutzen. Ja. Und zwar musste ich halt hier über die Suchfunktion und den Needle Search eben eingeben. Was man so suchen da möchte. Da habe ich schon was eingeben. Ja, genau. So, das war schon irgendwie ein bisschen tricky. Ja, also, vor allem, wenn man dann dickere Finger daneben, hat, so dann, wie ich. Dann und das noch im Club, im Dunkeln mit einem Glas Jägermeister, das ist schwierig. Du stehst mit einem Glas Jägermeister an deinen CDs? Immer. Sehr gut. Ist übrigens auch, habe ich im Internet gesehen, so ein bisschen Spritzwasser geschützt. Oh, das ist also, auch... Also ich kann auch noch drauf touchen, wenn da vielleicht so ein Fleck Jägermeister drauf ist. Das wäre doch super. Das ist aber noch nicht getestet worden. Ja, vielleicht auch nicht erstrebenswert, aber gut. Okay. Was natürlich hier sehr geil ist, ist auf jeden Fall die Tastatur dann und das kennt ihr alle von euren Smart Media Devices. Das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich geiler als vorher und geht sehr schnell. Und lustigerweise hast du jetzt auch einen Song von dir rausgesucht. Ne? Ja. Aber das ist gut. Hat man auf jeden Fall sofort gefunden. Was ist denn noch neu? Also wenn ich jetzt sehe, du hast die Shortcut,
Funktion erklärt, aber jetzt sehe ich noch den anderen Taster daneben, die Track-Filter-Funktion. Was ist denn das? Das ist auch was Schönes. Und zwar habe ich die Möglichkeit, wenn ich da lange drauf drücke, zu filtern, wonach gesucht werden soll. Also sprich, ich habe jetzt einen Track, der ist 130 BPM schnell, suche mir plus minus 5 BPM ähnlichen Track raus und der hat die Tonhöhe C, möchte ich auch haben, Rating, Color, wie auch immer man das angelegt hat in Recordbox, kann nachgesucht werden. Und da habe ich die Möglichkeit, eben da rauszugehen wieder und wenn ich jetzt die Shortcut-Funktion mal nutze, in den Tracks, in meiner Tracklist oder Library danach zu suchen, indem ich einmal drauf drücke und dieses Zeichen. Die Filterfunktion wird dir angezeigt. Eben gezeigt. Das heißt, danach wird dann nach den Kriterien, die du vorher festgelegt hast, wirklich nur die Songs angezeigt. Ja, genau. Nice. Und auf jeden Fall. In Key mixen. Nice. Sehr, sehr geil. Doch. Du hast es gerade kurz schon angesprochen. Beziehungsweise, wenn wir gerade dabei sind, hier so runterzugehen, was ich vorhin gesehen habe, war eine Loop-Funktion. Das fand ich über das Display, wo wir gerade vom Display sprechen, sehr interessant. Würdest du mir einmal zeigen, was Tolles jetzt mit dem Display noch möglich ist und der Loop-Funktion? Das mache ich gerne. Sehr, sehr gerne. Schön. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, mit einem Druck auf diesen 4/8-Beat, nicht 4/8, sondern 4/8-Beat, eben die Loop-Funktion zu öffnen. Und da wird auch sofort ein 4er-Loop gesetzt. Ja. Das war auch hier anders. Da hatte ich da hatte man den Loop-Mode, den man öffnen konnte. Wenn ich hier einen Track mal anmache und da rausspringe, dann kann ich den öffnen und ich habe hier die Möglichkeit, jetzt einen auszuwählen. Ja. Und über die Needle-Search-Funktion hier eben den zu setzen. Und hier jetzt endlich mal kommt das Touch-Display dazu benutzt zu werden. Und das fühlt sich auch gut an, funktioniert. Das war tatsächlich eine Sache, die mir beim 2000er vorher schon aufgefallen ist. Als der damals rauskam, wollte ich. Ne? Also ich wollte die Dinger direkt drücken im Display und war so, hä? Ne, geht nicht, aber jetzt endlich ist das auf jeden Fall möglich. Das ist schon eine geile Sache. Auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, man sagt, ja, hier, Loop setzen und so. Aber es ist geil. Es ist einfach schnell, es geht intuitiv und es macht schon Spaß. Vor allem, wenn man so ein hochauflösendes Display hat. Ne? Ist eine gute Sache. Und wo wir gerade bei den Loop Points waren, gibt es ja auch Cue Points, Hot Cues. Und was ist uns da aufgefallen? Ja, da fällt uns ja direkt auf, dass sich das auch ein bisschen geändert hat vom Design oder vom Layout her. Das ist jetzt auch ein schöner Vorteil, denn wir haben im Gegensatz zu dem alten 8 Hot Cue Punkte. Ich sehe doch nur 4. Ja, da muss man halt mal auf die andere Bank switchen. Ah, also und das ist auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Also wenn ich jetzt mal hier ein Hot Cue anwähle. Und da mal eben hin und her switchen die Bank, das geht auf jeden Fall. Also das funktioniert. Ist für mich aber auch nochmal ein Zeichen, dass Pioneer deutlichen Wert darauf legt, dass es mit Bracketbox ja einfach alles mehr verschmilzt. Ne? Gerade die 4 bzw. 8 Hot-Cue-Buttons dann, ich glaube, das ist schon darauf angelegt, dass man es dann doch schon mit Bracketbox DJ oder eben dem anderen Bracketbox halt doch nutzen kann und vielleicht auch sollte. Ich glaube auch, dass es halt jetzt der Standard ist, auch bei den Controllern und dass das eben hier auch mit rein musste. Völlig okay. Und das ist deren eigene Software. Ich denke, das darf man dann machen, zu sagen, unsere Hardware-Geräte sind auch auf diese Software ausgelegt. Ja. Das darf man denen bietet wohl sich an. Ja. Wir haben hier unten den Slip-Reverse-Mode. Mhm. Der ist auch neu. Bedient sofort den Slip-Mode in dem Fall. Also das ist also ein Flash-Schalter, der dann halt sofort wieder runterkippt. Ah, okay, alles klar. Und im Gegensatz zu sonst musste man ja eben den Slip-Mode erst anwählen. Damit er das macht, um das zu machen. Und ja, wenn ich den auch gerade mal hier anhabe, kann ich auch hier eben auf dem Touchscreen. Ah, und dann der Song läuft nochmal für die Leute, die immer noch nicht genau wissen, was ein Slip-Modus ist. Ja. Der Song läuft im Hintergrund weiter. Ich kann halt alles machen hier irgendwie. Ja. Und der Track läuft weiter. Genau. Und stoppt nicht an der Stelle. Sehr, sehr cool. Doch, denke ich auch. Achso, dann gibt es noch den Instant-Double-Effekt. Das ist noch so ein kleiner Effekt, der gar nicht mal so doof ist, wenn man vor allem Back-to-Back auflegt. Ich habe nämlich die Möglichkeit, wenn ich hier einmal den Master drücke und bei dem zweiten Player, das funktioniert sogar auch hier bei dem 2000er Nexus, lange Sync drücken, dann übernimmt er den Track 1:1, wie er gerade spielt. Und ich habe halt die Möglichkeit, als wenn ich scratche oder so und dann lieber mit dem linken scratche, hier zu scratchen und hier mir einen neuen Track auszusuchen. Ja, geil. Oder eben Back-to-Back hier. Das ist dein Player, das ist meiner. Die Player müssen aber gelinkt sein dafür, ne? Die müssen gelinkt sein, ja. Ja, okay. Dann wäre natürlich die letzte Sache, die irgendwie noch aufgefallen wäre, die Maße.
Da, das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, so optisch gesehen. Während die Maße, der neue Nexus ist ein Ticken größer. Ich glaube, wir haben, was haben wir gemessen? 10 mm circa oder ein bisschen weniger? So eine Daumendicke, ja, 10 mm ungefähr. Ungefähr ist er halt da ein größer. Das heißt, es könnte möglicherweise ein Problem mit dem Case geben, sollte man sich jetzt den neuen Nexus holen. Und man hat ein passendes Case für den alten Nexus, dann könnte es tatsächlich da ein paar Probleme geben. Aber ansonsten sind die, glaube ich, also was die Höhe hier anbelangt, sind sie identisch. Das Display guckt auch nochmal einen Ticken höher als beim alten 2000er. Aber das macht die Größe aus und es sieht halt einfach, also es sieht gut aus einfach. Und apropos gut aussehen, letzte Anmerkung dazu, wäre das Farbfinish hier, was mich ein bisschen an die neuen Filme erinnert, ja. Und es sieht einfach schicker aus, oder? Es ist schon geil. Also es wirkt wie eine Metalloberfläche. Ja, definitiv. Ich würde sagen, damit haben wir fast alle Punkte abgegrast, oder? Haben wir noch irgendwas zu sagen dazu? Nö. Fazit für uns, es ist ein Mehrwert, über den ihr euch bitte diskutierend unterhaltet in den Kommentaren. Ist euch der Mehrwert von, ich glaube momentan sind es ca. 500 Euro Spanne zwischen den beiden Geräten. Ist richtig, ne? Circa ungefähr, ja, ungefähr 500 Euro Spanne. Für die Features, die ihr mehr habt, die es mehr kann, ist es euch das wert? Das würde uns natürlich brennend interessieren. Schreibt uns das in die Comments und wir gucken ein bisschen zu, was ihr da so schreibt und vielleicht schalten wir uns auch in die Diskussion ein. Jetzt, im nächsten Step, kümmern wir uns um den DJM 900er Nexus